Hallo und willkommen zur KW 41 2017 mit den Kinostarts am 12. Oktober. Ja, und auch diese Woche können wir es wieder relativ kurz machen. Ich hätte dann nur einen kleinen Kinotipp, nämlich den Film What Happened to Monday. Auch wieder eher durch Zufall draufgestoßen. Zwar, dieser Film spielt wohl in einer nicht näher genannten Zukunft. Und da ist es aufgrund der Überbevölkerung so reglementiert, dass jede Familie nur ein Kind haben darf. Und das Ganze natürlich auch sehr scharf kontrolliert wird und bei Zuwiderhandlung auch hart bestraft wird. Da gibt es eine Familie, die hat, da hat eine Mutter Siebenlinge geboren. Und statt jetzt die sechs anderen irgendwie abzugeben, wird das wohl ein bisschen geheim gehalten und die ziehen die Kinder dann trotzdem auf und geben ihnen so originelle Namen wie Monday, Thursday und Wednesday oder sowas. Also die Wochentage. Und haben das so organisiert, dass jedes dieser Mädchen nur an dem Tag rausgehen darf, wie es also heißt. Also montags darf nur montags raus. Und da die alle auch gleich aussehen, weil Zwillinge, geben die sich auch als alle als ein und dieselbe Person aus. Und das geht wohl auch jahrelang gut, aber eines Tages kommt der Montag nicht zurück. Also abends kommt abends nicht nach Hause. Und das stellt natürlich den Rest der Familie vor größere Probleme. Also ich habe darüber nicht so viel gelesen oder gesehen, nur jetzt eben gerade kurz vorher ein bisschen was und auch mal mit den Trailer nochmal angeschaut. Aber so schlecht sieht das Ganze gar nicht aus und ist eine Idee, die jetzt noch nicht so verbraucht ist. Und mal schauen, ob ich mir das Ding mal im Kino ansehen werde. Also so viel schon mal zu meinem Kinotipp, What Happened to Monday. Das wäre es dann für diese Woche auch schon wieder. Und deswegen kommen wir auch gleich zu den Blu-rays, beziehungsweise diese Woche ist es auch wieder nur eine, aber dafür eine Serie, nämlich die sechste Staffel von American Horror Story. Dieses Mal mit dem Untertitel Roanoke. Klingt schon mal komisch, ist aber wohl eine kleine Insel irgendwo in Amerika, in North Carolina. Und das und die Sage um diese Insel bzw. um diesen Ort, darum geht es in dieser sechsten Staffel, aber dazu dann später mehr. Ja, American Horror Story ist, ja, gehört zu meinen Lieblingsserien im Moment. Gerade weil man nicht unbedingt eine Staffel gucken muss, um in der nächsten Staffel dann noch mitzukommen, da hier pro Staffel eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt wird. Und die spielen dann auch immer in anderen Orten, Zeitepochen und haben auch eigentlich immer eine andere Grundhandlung. Zum Beispiel die erste Staffel, da gab es so eine Art Grusel-Horrorhaus. In der zweiten Staffel war es dann so eine Nervenheilanstalt. In der dritten ging es dann um einen Hexenzirkel. Die vierte war so eine, ja, der Titel war Freakshow und da ging es halt auch um diese etwas missgestalteten Leute. Und in Staffel 5 war es dann ein Hotel, in dem nicht alles mit rechten Dingen zuging. Darüber, wie gut mir welche Staffel gefällt, am Ende noch mal mehr. Nun erstmal Staffel Nummer 6. Die ist schon mal von der Art, wie alles erzählt wird, ein bisschen anders wie die vorangegangenen Staffeln. Nämlich das hier wird in Form einer Dokumentation präsentiert. Da geht es dann um das Ehepaar Miller, die in North Carolina ein altes Haus kaufen, welches auch schon schön abgelegen im Wald liegt. Und als sie dann da einziehen, passieren halt immer mehr eigenartige Dinge. Und man bekommt dann irgendwann mit, dass die Gegend, wo das Haus sich befindet, ein paar Jahrhunderte zuvor von Siedlern bewohnt war, die plötzlich spurlos verschwunden sind. Und diese Siedler, die geistern da halt immer noch rum und gibt so einmal im Jahr gibt es ja diese sogenannten Blutmondnächte, wo der Mond auch immer so schön rot leuchtet. Und in diesen Nächten fordern sie quasi ihren Besitz zurück und das machen sie nicht gerade zimperlich, denn wie man auch erfährt, hat das Haus schon eine Menge Vorbesitzer gehabt, die
größtenteils verschwunden oder verstorben sind. Und das Ganze wird halt von den Millers bzw. von den anderen beteiligten Personen da in Interviews erzählt. Und Schauspieler, die stellen das Ganze dann in dem Haus nach. Und es wird übertragen und wird also ein Riesenerfolg. Und deswegen soll dann quasi eine zweite Staffel gedreht werden. Diesmal wollen die Produzenten die Schauspieler und die Originale quasi in dem Haus zeigen. Also quasi, wie sie miteinander umgehen, weil es gab ja dann nach der ersten Staffel wohl auch ein paar private Differenzen zwischen den einzelnen Personen. Und das Haus und das Gelände drumherum ist halt mit komplett mit Kameras ausgestattet und dann sind die halt in dem Haus. Vorher wurde noch ein bisschen von den Produzenten präpariert, dass es auch hier und da mal so einen Schockmoment gibt. Aber dieses Mal, im Gegensatz zu den Dreharbeiten zuvor, findet das Ganze wirklich in diesen Blutmondnächten statt. Und da merken die halt relativ schnell, dass das nicht alles nur Gespinne von den von der Familie Miller war. Also Roanoke ist eine sehr gute Staffel geworden. Mal zum Vergleich, die Staffel 5 Hotel, also der Vorgänger, die hat mir wieder richtig gut gefallen gehabt. Im Gegensatz zu dem zu der vierten Staffel Freak Show, da bin ich nicht so richtig warm geworden mit. Staffel 2 war gut, Staffel 1 sehr gut, Staffel 3 mit den Hexen war irgendwo so da in der Mitte. Und jetzt die sechste, finde ich, würde ich jetzt gleich bewerten wie die fünfte Staffel. Auch wenn sie halt komplett anders ist optisch, da hat mir diese Sache mit dem Hotel sehr gut gefallen, gerade was so Kameraarbeit und Ausstattung anging. Da hat man hier natürlich quasi alles minimalistisch durch diesen Dokumentarstil. Und es wird auch viel mit Handykameras und dergleichen gefilmt. Also da muss man schon mal ab und zu ein bisschen schwindelfrei sein. Da kommt für meinen Geschmack auch nicht so eine richtige Gruselatmosphäre auf, weil halt alles doch sehr hektisch teilweise ist. Aber dafür ist diese Staffel um einiges brutaler geworden, wie ich finde. Also da wird schon gut gemetzelt und für empfindliche Mägen ist das nicht unbedingt was. Aber trotzdem, American Horror Story, Staffel Nummer 6, Roanoke, meine Blu-ray der Woche. Und wie schon erwähnt, man muss die anderen Staffeln vorher nicht gesehen haben. Man kann ruhig mit der sechsten Staffel einsteigen. Ach ja, ich muss dir noch was zu den Darstellern sagen. Die sind, wie auch bei den anderen Staffeln zuvor, nahezu dieselben Leute, die halt wieder in anderen Rollen sind. Da setzt man also auch auf Altbewährtes. Okay, das soll es dann für diese Woche auch schon gewesen sein. Ich wünsche wie immer viel Spaß im Kino, zu Hause vorm Fernseher und bis zur nächsten Woche.